Welcher Barttrimmer ist eigentlich der beste? Und welcher Barttrimmer passt eigentlich zu mir? Leute, mit der Zeit habe ich wirklich unzählige Barttrimmer getestet und mit diversen Barttrimmern meinen Bart getrimmt. Und heute gibt es zum Thema Barttrimmer meine absoluten Top-Empfehlungen. Und ich sage euch ganz genau, welcher Barttrimmer welche Vorzüge hat und welcher Barttrimmer zu wem am besten passt. Übrigens, das hier ist kein KI-generiertes Video, sondern wirklich deutsche Handarbeit vom Online-Bruder Korte. Ich habe selbstverständlich alle Barttrimmer selbst ausprobiert, damit mein Bart getrimmt und auf Herz und Nieren gecheckt. Denn ansonsten könnte ich hier nicht vor der Kamera stehen und euch irgendwas über die besten Barttrimmer sagen. By the way, Leute, alle Barttrimmer aus dem heutigen Video sind ganz klare Kaufempfehlungen. Die Barttrimmer, die nichts waren, die habe ich gar nicht erst ins Video reingepackt. Dementsprechend müssen wir jetzt nur noch die Frage klären, welcher Barttrimmer passt jetzt zu dir? Und genau die Frage, die klären wir jetzt. Starten wir mit dem ersten Barttrimmer. Der erste Barttrimmer ist der Philips OneBlade. Und ich muss ehrlich gestehen, der Philips OneBlade hat so ein bisschen das Barttrimmen revolutioniert. Der Philips OneBlade ist ein vielseitiges Gerät. Du kannst damit deinen Bart trimmen, deinen Bart rasieren und mit dem Face and Body Kit hast du auch Aufsätze für den Körper. Damit kannst du zum Beispiel Brust oder Achseln rasieren bzw. trimmen. Das Gerät ist super handlich, auch gut zum Beispiel für Reisen geeignet, weil es halt so klein ist. Du kannst damit wirklich hervorragend Konturen ziehen. Mittlerweile gibt es den OneBlade auch in verschiedenen Varianten, zum Beispiel den OneBlade Pro, den OneBlade 360 oder den OneBlade Pro 360. Jedes Gerät hat natürlich seine eigenen kleinen Vorteile, aber ich muss ehrlich gestehen, das Modell, was ich hier jetzt in der Hand habe, das ist das erste Modell, der erste OneBlade, den habe ich vor 6-7 Jahren gekauft, der funktioniert tatsächlich immer noch. Der OneBlade hat natürlich auch ein paar kleine Nachteile. Je nachdem, wie oft du das Gerät benutzt, musst du circa nach 3-4 Monaten die Klinge wechseln. Und der OneBlade hat natürlich auch nicht ganz so viel Power wie andere Barttrimmer oder Rasierer. Da gibt es sicherlich bessere. Aber der OneBlade ist auf jeden Fall ein sehr gutes Einsteigermodell, gerade für junge Erwachsene, denen gerade erst der erste Bart wächst. Oder für Leute wie zum Beispiel wie mich, die einen großen Wert auf die Konturen legen. Oder auch für Vielreisende, die zum Beispiel ein Ersatzgerät auf Reisen haben möchten. Kommen wir noch abschließend zum Preis. Den OneBlade gibt es mittlerweile ab 50 Euro, je nachdem, welches Modell bzw. welche Variante du auswählst. Machen wir weiter mit Barttrimmer Nr. 2. Das ist hier ist der große Bruder vom Philips OneBlade. Damit ist nicht eine Variante vom Philips OneBlade gemeint, sondern der Philips Multigroom Series 7000 All-in-One Barttrimmer. Das Gerät ist ein 14-in-1 Gerät für Gesicht, Haare und Körper und der ist schon etwas wertiger, wenn man sie in so einer Hand hält, als der Philips OneBlade und hat tatsächlich auch wesentlich mehr Power unter der Haube. Bei dem Gerät musst du auch keine Klingen wechseln wie beim OneBlade, sondern wir haben hier Edelstahlklingen, die man mit verschiedenen Aufsätzen und Clips bestücken kann, sodass du ganz easy genau die Länge einstellen kannst, die du brauchst. Außerdem sind noch on top 3 weitere Trimmköpfe mit dabei. Einmal einer für den Körper, ein Trimmkopf zum Nasen- und Ohrenhaare trimmen, als auch noch ein Trimmkopf für die Details. Das Gerät liegt auch gut in der Hand, hat 120 Minuten Betriebslaufzeit und hat wie gewähnt einfach auch ein bisschen mehr Power als sein kleiner Bruder, der OneBlade. Overall gibt es im Vergleich sicherlich wertigere Barttrimmer, aber das hier ist ein Barttrimmer, der ist hervorragend für Leute geeignet, die zum Beispiel jetzt ein Upgrade wollen zum Philips OneBlade, die zum Beispiel mit dem Philips OneBlade happy sind und jetzt auf der Suche nach einem All-in-One-Gerät sind und eine kompakte Lösung zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis haben wollen. Kostenpunkt für dieses Gerät 75 Euro und die Preisdifferenz von 25 Euro zum OneBlade. Für diese 25 Euro bekommt ihr wirklich ordentlich was mehr. Jetzt geht's eine Klasse nach oben, das nicht nur in puncto Preis, sondern auch in puncto Style. Der nächste Barttrimmer ist dieser Barttrimmer hier von Babyliss. Das ist der Babyliss Super X Metal. Wir haben hier einen 15-in-1 Multitrimmer mit magnetischen Trimmköpfen und einer Ladestation, auf der auch die weiteren Trimmköpfe ganz easy draufgeklickt werden können und das ist tatsächlich super praktisch. Einmal ein Trimmkopf für Nase- und Ohrenhaare, ein Rasierkopf zum Rasieren und einen Trimmkopf mit etwas längeren Blades, sodass man halt die Outlines bzw. die Bartkonturen ideal ziehen kann. Das Gerät liegt grundsätzlich gut in der Hand und wenn man das in der Hand hält, dann hat man auch so ein Wertigkeitsgefühl und ich muss ehrlich sagen, Leute, ja, machen wir uns nichts vor. Das Ding sieht auch einfach mega stylisch aus und so bekommt man so leichte Barbershop-Gefühle tatsächlich nach Hause. Mit einer 3-stündigen Ladezeit erhaltet ihr 5 Stunden kabellosen Betrieb. Das Gerät ist allerdings in Anführungsstrichen nur für die Gesichtshaare ausgelegt und man hat relativ viele Clips für die unterschiedlichen Längeneinstellungen, aber das unterstreicht nochmal so ein bisschen dieses Barber-Feeling nochmal. Der Babyliss Barttrimmer Super X Metal ist gerade für die Leute geeignet, bei denen Style und Wertigkeit groß geschrieben werden und die vielleicht auch einfach mal ihren Style
stylischen Barttrimmer so im Badezimmer stehen lassen möchten. Für diesen Barttrimmer müsst ihr etwas tiefer in die Tasche greifen. Den Babyliss Super X Metal erhaltet ihr für 130 Euro. By the way, Leute, falls ihr noch auf der Suche seid nach dem einen oder anderen Bartpflegeprodukt oder nach einer Bartbürste, ich habe euch unten in der Infobox was Schönes verlinkt. Da findet ihr logischerweise auch alle Barttrimmer aus dem heutigen Video. Weiter geht's mit Barttrimmer Nummer 4 und zwar dem Multishape von Panasonic. Multishape ist ein modulares Körperpflegesystem und gleichzeitig ein super vielseitiges Gerät, denn du hast nur ein Handstück und da kannst du verschiedene Aufsätze drauf packen, wie zum Beispiel einen Zahnbürstenaufsatz oder einen Trimmaufsatz oder einen Rasieraufsatz oder auch einen Aufsatz für Nasen- und Ohrenhaare. Bei den Klingen handelt es sich durch japanische Klingentechnologie gefertigte Edelstahlklingen. Mit 4 Trimmaufsätzen für Bart, Haare und Körper kannst du tatsächlich bis zu 58 Längeneinstellungen auswählen und der Akku kann in einer Stunde vollständig geladen werden und sorgt dann bis zu 70 Stunden für Vollgas. An dem Gerät habe ich ehrlicherweise nicht ganz so viel auszusetzen und dieses Gerät ist vor allen Dingen für die Leute geeignet, die einen wertigen, robusten und vor allen Dingen ein vielseitiges All-in-One-Gerät inklusive elektrischer Zahnbürste suchen oder für Leute, die viel unterwegs sind und einfach ein bisschen Platz sparen wollen. Kommen wir zum Preis. Ihr bekommt das Gerät mit einem Kopf und 3 Trimmaufsätzen für ungefähr 100 Euro und jeder weitere Kopf, wenn ihr zum Beispiel einen Zahnbürstenkopf haben möchtet, müsst ihr ungefähr so mit 25 bis 30 Euro kalkulieren. Sprich, wenn ihr das ganze komplette System haben möchtet mit allen Köpfen, dann müsst ihr ungefähr mit knapp 200 Euro rechnen. Ist viel, ja, aber lohnt sich. Machen wir weiter mit Barttrimmer Nummer 5, mit dem versucht wird, die Präzision eines Barbiers nach Hause zu bringen. Das hier ist der Barttrimmer Braun BT9440 aus der 9er Serie. Hier als allererstes mal zum Lieferumfang, denn hier sind ein paar Dinge beim Lieferumfang mit dabei, die alles andere als gewöhnlich sind. Als erstes haben wir natürlich den Barttrimmer an sich, dazu 2 passende Aufsätze für unterschiedliche Längeneinstellungen. Dann haben wir 2 weitere Trimmköpfe mit dabei, einen Detailtrimmer und ein etwas längeres Blade für die Konturen. Und dann haben wir eine Bartschablone mit dabei, ein Nassrasierer von Gillette mit dabei und Aufsätze zum Kreieren von Fades für den Bart als auch für die Haare sowie eine Ladestation und ich muss sagen, Leute, das ist mal ein ordentlicher Lieferumfang. Die Frage ist nur, ob wir mit diesem Lieferumfang tatsächlich die Präzision eines Barbiers nach Hause bekommen. Schwierig. Das mit den Fade-Aufsätzen klappt meiner Meinung nach alles andere als gut und die Bartschablone ist meiner Meinung nach auch nicht wirklich nötig, aber mit dem Barttrimmer haben wir trotzdem die Möglichkeit 40 Längeneinstellungen auszuwählen und eine Akkulaufzeit von bis zu 180 Minuten. Das Gerät ist vor allen Dingen für Leute geeignet, die sich selbst mal als Barbier ausprobieren wollen und sich gerne mal selbst ein Fade trimmen möchten. Und generell haben wir halt, ungeachtet jetzt von den Fade-Aufsätzen, ein gutes, kompaktes Gerät im mittleren Preissegment, was wirklich eine gute Performance abliefert. Und mit dem Huni bist du mit dabei. Weiter geht's mit dem Kollegen hier. Das hier ist der Beard Hedger von Manscaped. Den kann man unter anderem auch in so einem kompletten Kit erwerben, was ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen möchte, weil das tatsächlich ganz nice ist. Der Beard Hedger hat ein extra breites Klingendesign, was hervorragend ist zum Bartkonturen ziehen, als auch natürlich für ein effizienteres Trimmen sorgt. All in all hat man hier 20 unterschiedliche Längeeinstellungen und diese kannst du mit nur einem Kammaufsatz auswählen. Sprich, du hast jetzt nicht unterschiedliche Kammaufsätze, sondern tatsächlich nur einen einzigen. All in all hast du eine 60-minütige Akkulaufzeit und bei dem Kit ist halt das Besondere, dass halt noch verschiedene Bartpflegeprodukte mit dazukommen, wie zum Beispiel ein Bartöl, ein Conditioner, eine Bürste oder auch eine Schere. Du kommst mit dem Beard Hedger auf jeden Fall ans Ziel, darüber brauchen wir nicht diskutieren, aber im Vergleich zu anderen Barttrimmern ist der schon etwas klobiger in der Handhabung und auch im direkten Vergleich gibt es natürlich andere Brands und Barttrimmer, die von der Performance her wesentlich besser abschneiden. Nichtsdestotrotz ist dieses Gerät bzw. dieses Kit natürlich hervorragend geeignet für Leute, die zum Beispiel irgendwie ein Barttrimmer-Geschenk suchen oder für Leute, die grundsätzlich den Manscaped-Kosmos und diese Brand einfach feiern. Beard Hedger Pro Kit bekommt man für 165 Euro und wenn man nur den Beard Hedger haben möchte, bekommt man den auch schon ein Stückchen günstiger. Kurzes Recap zu den unterschiedlichen Barttrimmern. Wir hatten zu Anfang den Philips OneBlade, der gerade was für Einsteiger ist und natürlich auch für Leute, die großen Wert auf Konturen legen. Dann kam ein weiteres Modell von Philips und zwar der Multigroom Series 7000 All-in-One Trimmer. Der ist vor allen Dingen was für Leute, die ein faires All-in-One Gerät suchen oder zum Beispiel ein Upgrade zum Philips OneBlade haben wollen. Weiter ging es dann mit dem Barttrimmer von Babyliss, den Super X Metal. Der ist was für Männer, die wirklich großen Wert auf Style und Wertigkeit legen. Danach kam der Multishape von Panasonic, der ideal für viele Reisende und Männer mit Qualitätsbewusstsein geeignet ist. Zum Abschluss ging es dann weiter mit dem Braun Series 9, dem BT9440. Der ist was für Leute, die sich einfach mal selbst als Barbier ausprobieren wollen und sich gerne mal selbst ein Fade trimmen möchten. Zum Abschluss hatten wir noch den Manscaped Beard Hedger und zwar in diesem Fall das Pro Kit. Das ist gerade was für Leute, die den Manscaped Kosmos feiern bzw. einfach ein gutes Barttrimmer-Geschenk suchen. Apropos suchen. Falls noch jemand kennst, der aktiv auf der Suche nach einem passenden Barttrimmer ist, teile natürlich liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr
freuen, wenn ich euch bei der Auswahl eures Barttrimmers ein bisschen behilflich sein konnte. Und ich bin mir sicher, dass für jeden da draußen irgendein Barttrimmer heute mit dabei war. In diesem Sinne, ganz viel Spaß beim Barttrimmen.